Hallo alle zusammen, ich bin Martin und es ist wieder Zeit zu spielen. Wir sind hier wieder im Wald, hatten aufgehört in unserem schönen Gewächshaus zuletzt und werden heute einfach nochmal gucken, dass wir so ein bisschen durch den Wald streifen, noch ein, zwei Ecken vielleicht erkunden auch, um dann zu schauen, wie das mit dem Ernten im Gewächshaus läuft. Wir versuchen noch ein bisschen Fisch uns zu holen und vielleicht noch die besseren Klamotten zu craften und schauen mal, ob wir da eben auch noch genug Honig für finden. Denn da hatte ich das letzte Mal nicht dran gedacht, den brauchen wir dafür ja auch. So, es war das, was wir dort brauchten. Jetzt nehmen wir nochmal die Spitzhacke mit. Einfach weil wir noch ein bisschen die Karte erkunden und ich denke, wir gehen einfach mal hier unten lang und schauen, was es hier noch so gibt. Vielleicht finden wir da ja auch noch was Schönes. Deswegen überlege ich gerade, können wir die Angel eigentlich auch hier lassen? Und gucken, dass wir am nächsten Tag quasi dann angeln gehen. So. Nach Norden aus unserem Haus raus. Und jetzt hier rüber in die Richtung einmal schauen. Ja. Mal gucken, was wir hier an Materialien noch finden, die wir vielleicht noch verwenden können. Genau. Ich werde auch mal sehen, dass vielleicht auch schon mal vorneweg jetzt, wenn wir hier anfangen, dass oder wie oft ich hier noch weiter aufnehmen werde oder ob wir es erstmal dabei belassen. Wenn man sich die Roadmap der Entwickler anguckt, dann wird bis Ende des Sommers erstmal auch nicht so viel mehr kommen. Sodass ich mir da auch mal überlegen muss, wie sich es lohnt, das noch weiterzumachen und ob wir da nicht später einfach nochmal einsetzen. Wenn wir dann gucken, okay, es sind die nächsten Updates da mit neuen Items, mit neuem Loot, mit neuen Dingen, die wir herstellen können natürlich. Von daher gucken wir da einfach mal. Das heißt, es wird wohl jetzt auch nicht so regelmäßig. Ich habe das ja auch gemerkt. Das letzte Video ist auch schon ein bisschen her. Liegt auch einfach mit daran, dass gerade viel zu tun ist bei mir. Sodass eben jetzt auch hier für Among Trees nicht mehr so regelmäßig die Videos kommen werden. Und ich mal schaue, was wir als nächstes kleines Let's Play oder angespielt einfach hier im Kanal senden werden. Da könnt ihr mir auch gerne wieder Wünsche hinterlassen. Macht einfach eine Diskussion auf meinem Kanal und schreibt mir einfach, wenn ihr Lust habt, oder auch gerne hier unter dieses Video, was ihr euch vielleicht gerne mal angucken wollt. Da bin ich ja nicht so, ich gucke dann, ob das irgendwie möglich ist. Werde mir jetzt nicht extra viele Spiele dann da holen. Oh, ein Bär. Das hat man natürlich auch noch nicht. Okay, der wird von da unten irgendwo kommen dann. Wo ist er? Jetzt sieht er uns. Sie nicht. Ah, ich merke schon ein bisschen. Schauen hier. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ah, da rechts. Boah, da ist er. Okay. Das heißt, da kommen wir wohl nicht rein. Zumindest nicht so einfach, ne? Ja, lass mich mal auf uns zuziehen, mal gucken, wo er lang geht und ob er da bleibt. Ist witzig, wie man selber dann leiser wird, das merke ich ganz gerne immer wieder. Als wenn es was bringen würde, wenn ich jetzt hier an meinem Mikrofon plötzlich flüstere. Okay, was macht der? Bleibt jetzt da laufen oder geht er noch irgendwann irgendwo anders hin?
Gucken wir doch mal. Aber da haben wir ihn doch auch mal gesehen. Okay, der scheint da zu bleiben. Das heißt, in die Richtung können wir nicht weiter. Und wir schauen mal, dass wir quasi in eine komplett entgegengesetzte Richtung uns dann verdünnisieren. Frage ist jetzt, kommt der hier rein? Würde der auch quasi hier lang laufen? Oder nicht? Aber der bleibt schon in dem Gebiet. Das heißt, da hochlaufen, looten wird wahrscheinlich nichts. Ja, der bleibt da. Okay, dann verdünnisieren wir uns hier. Weil das bringt ja sonst auch nichts. Okay, dann wohl doch keine Spitzhacke. Und wir gucken runter an den Fluss. Und schauen mal, dass wir hier in der Ecke noch irgendwo Honig finden. Den brauchen wir, wie gesagt, auch noch. Beziehungsweise den Honig an sich ja nicht, sondern das Bienenwachs für unsere besseren Klamotten. Und nehmen einfach dann den Loot noch mit, der sich hier sonst so finden lässt. Und den wir wahrscheinlich auch immer wieder werden gebrauchen können. Dann haben wir hier noch Ash Leaves, die wir mitnehmen. Ein paar Beeren. Klang das gerade nach Bienen, oder? Vielleicht habe ich mich da auch einfach verhört. Nun ja. Ja, genau. Aber das ist eben auch das, was dann auch ein Spiel wie Among Trees natürlich ausmacht. Das ist ein Survival- und Crafting-Game. Das heißt, wir sind auch unterwegs und sammeln viel. Das gehört eben mit dazu. Das muss man auch bei so einem Spiel einplanen. Wobei ich eben auch, wie gesagt, finde, dass dieses Spiel hier diesen Survival- und Crafting-Aspekt wunderbar entschlackt. Zumindest im Moment noch. Ich bin nicht ganz sicher, was noch alles wie genau eingebaut werden wird. Das ist ja auch nochmal die Frage dann. Aber im Moment ist es eben wunderbar runtergebrochen auf die einfachsten Sachen. Also wir sammeln nicht so viele unterschiedliche Dinge. Es ist ganz klar, was wir für was brauchen. Und es ist halt auch einfach entspannt. Also ich laufe hier nicht rum in diesem Spiel und muss alle 2 Meter aufpassen, dass ich nicht sterbe oder dass ich nicht irgendeinen Fehler mache, der nicht mehr behebbar ist. Ich habe die Freiheit, einfach Sachen auszuprobieren oder einfach auch nur mal mir die schönen Ecken hier anzugucken und einfach mal zu genießen, wie das hier alles wunderbar aufgebaut ist, ohne mir zwischendurch eben Sorgen machen zu müssen. Und das ist eben wunderbar. So, du kannst eben auch immer ein bisschen Zeit in dieses Spiel reinstecken. Ohne Stress. So, und das gefällt mir super gut. Abgesehen davon, dass die Grafik natürlich auch ein wunderbarer Teil davon ist, der dazu unfassbar gut mit beiträgt, wie ich finde. So, dass ich hier einfach in Ruhe angucken zu können nebenbei. Und auch wenn ich hier viel, das habe ich ja schon mal gesagt, auch gerne renne, einfach um an so einem Tag eben auch was zu schaffen, so bietet sich doch die Möglichkeit, hier den Blick immer mal schweifen zu lassen und allein so diesen Sonnenzyklus immer zu haben und wie sich durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dann auch immer wieder die Stimmung wunderbar verändert, das finde ich einfach unfassbar klasse. So, und das genieße ich in diesem Spiel auch einfach richtig. So, dann haben wir doch noch eine Portion Wachs hier am Start. Sehr gut. Ich habe gar keinen Überblick, wie viel davon wir inzwischen in unseren Kisten gelagert haben. So, wenn wir den Sonnenstatus eben richtig gesehen haben, wird auch nicht mehr lang Tag sein. So, dass wir jetzt hier nochmal reingehen und noch ein bisschen von dem Baumharz hier mitnehmen. Dass wir davon noch was auf Lager haben. Dann, ja, da geht die Sonne schon unter. Aber das macht nichts. 2 Bäume kriegen wir bestimmt noch. Vielleicht auch 3. Wir wollten ja sonst auch so nichts weiter sammeln gerade. Das ist hier schon einmal komplett abrund. Ich glaube nicht, ne? Vielleicht gehe ich hier auch gleich noch einfach mal eine Runde.
schauen noch mal, was es hier sonst zu holen gibt. Vielleicht haben wir hier auch mal, oder habe ich ja hier auch tatsächlich eine Blaupause oder sowas übersehen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob es hier eine gab. Aber es sieht nicht so aus. Da hinten liegt noch Moos, das nehmen wir gleich noch mit. Da nehme ich dann auch den ganzen Stack einmal voll wahrscheinlich. Vielleicht schaue ich nochmal kurz ins Inventar. Ja, und es ist sehr gut, dass wir den größeren Rucksack tatsächlich gebaut haben beim letzten Mal. Ihr seht, das lohnt sich. Wir hätten sonst schon wieder umkehren müssen und hätten eben nicht alles mitnehmen können, was wir hier gefunden haben. Und deswegen war der ganz große Rucksack, also den wirklich gleich dann noch zu craften, eine gute Idee, finde ich. So, sich nicht mit dem zweitgrößten da zufrieden zu geben, dem den 14 Plätzen, sondern sich gleich von den 12 Rucksackplätzen auf 16 zu upgraden. Das hat sich gelohnt. So, und jetzt wieder lockeres Joggen nach Hause. Da nehmen wir die auch noch mit. Okay. So, gucken, was uns unterwegs noch begegnet. Aber das war jetzt auch tatsächlich hinten die Ecke mit dem Bären. Das war auch das einzige Mal jetzt, dass wir einen Bären wirklich begegnet sind, oder? Oder habe ich das schon wieder vergessen? Ist mein Gedächtnis so schlecht? Ich dachte schon, ne? Also wir hatten sonst nichts mit einem Bären zu tun. Ich meine, mit dem hatten wir jetzt auch nicht viel zu tun. Zumindest ist er uns mal kurz vor die Linse gelaufen. Sodass wir ihn auch mal gesehen haben, richtig? Und nicht nur als Schatten oder als Gefahrensymbol, als Auge quasi oben eingeblendet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin gespannt, was sich die Entwickler diesbezüglich noch überlegen. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, dass sie sich gerade auch überlegen, ob sie überhaupt sowas wie Jagen hier noch mit reinbauen wollen. Ob das für sie stimmig überhaupt ist, tatsächlich. Es werden, wie gesagt, ja noch einige weitere Items reinkommen. Aber ansonsten schauen wir mal. Wahrscheinlich noch neue Rezepte, gehe ich von aus. Für die Herstellung, weil das ist ja doch noch recht überschaubar. Und auch dafür, dass wir quasi unten so viele Slots haben. Ne? Ihr habt das beim letzten Mal gesehen, als wir den Rucksack angelegt haben. Da war ja noch einiges an Slots da. So, wer weiß, was da noch kommt, was sie sich da noch einfallen lassen, wie das zu füllen ist. Da bin ich auch einfach mal gespannt drauf. Genau. So, werfen wir doch gleich mal den Kochtopf an. Und den dann noch mit rein. So, wie sieht es mit dem Wasser hier aus nach einem Tag? Nein. Nein. Ach, verdammt. Oh Gott. Alles für die Katz. Schade. Ach, Mist. Das ärgert mich so ein bisschen. Okay. Also, ein Tageszyklus so an sich halten sie nicht durch. Das heißt wahrscheinlich dann am besten frühs und abends einmal gießen. Okay. Dann wird es Zeit, dass wir die normalen Loot-Spots noch einmal ablaufen und einmal schauen, dass wir neue Pflanzensamen finden. Ach, wie ärgerlich. Das ärgert mich gerade tatsächlich wirklich. Schade. Schade, schade, schade. Ach, Mist. Nun gut. Dann weiß ich das zumindest fürs nächste Mal. So viel zu, wir werden heute auf jeden Fall noch ernten. Ich sehe es noch nicht so kommen. Ich sehe es noch nicht so kommen. Naja. Vielleicht finden wir zumindest einmal neue Pflanzensamen, die wir reinsetzen können. Mich hätte auch tatsächlich mal interessiert, wie der Kohl dann aussieht. Was es dann gewesen wäre, was wir da hätten ernten können. Aber sollte wohl nicht sein. Nun gut. Dann better luck next time, Martin. Gucken wir mal. So, ich wollte jetzt noch mal schauen, was wir für die Klamottage hier noch brauchen. Das waren
3 von denen und 8 Bienenwachs. Das heißt, es fehlt auf jeden Fall 2 von den Häuten und Bienenwachs waren es 3. Ja, ja, ja. Okay. Okay, okay, okay. Dann können wir die Spitzhacke auch wieder hier lassen. Die nehmen wir nicht mit. Wir packen uns eine Angel ein, falls wir da unterwegs vorbeikommen. So, und Pflanzensamen haben wir keine mehr da. Wir speichern, auch wenn es schief gelaufen ist. Das sind immer so die Momente, da bin ich schon immer so ein bisschen kurz davor, so nochmal neu zu laden einfach. Einfach, weil es so ärgerlich ist, sich zu freuen, das auszuprobieren. Aber hey, was soll's. Ich denke, ihr habt das besser im Griff, wenn ihr es ausprobiert und wenn ihr es einmal versucht. Das wird schon irgendwie klappen. Ich meine, ich finde die Möglichkeit ja gut, sich dann da auch quasi einen ständigen Support an Lebensmitteln quasi zu schaffen. Ich meine, das ist ja auch Teil eines jeden guten Survival-Crafting-Games, das so drin zu haben. Okay, hier sieht es nicht so aus, als hätten wir da was. Dann gucken wir doch einmal noch auf die andere Seite rüber. War da oben lang oder war das hier lang? Ich glaube, es war hier lang, ne? Ja. Ja. Dann halt beim nächsten Mal, ne? Kann ja nicht immer alles funktionieren. Aber ich fände es auch komisch, dann immer das zu zeigen, was super glatt läuft. Das ist so ähnlich, als würde man ein Kartenspiel wie zum Beispiel, keine Ahnung, Magic the Gathering aufnehmen und dann auch wirklich immer nur die Spiele zeigen, die 100% glatt laufen mit den Decks, die man sich gebastelt hat. Das wäre, glaube ich, auch nicht das, wie es dann wirklich läuft. Das bildet halt nicht das ab, wie es wirklich funktionieren kann. Klar kann man auch mal Glück haben, aber meistens ist es ja immer eine ausgewogene Geschichte und dann laufen bei einigen Sachen eben schon mal ein paar Sachen schief. Und mir eben auch gezeigt. Und da ich ja nun mal auch einfach nur ein Spieler bin, lassen wir das dann eben so auch einfach mal drin jetzt. So, gab es hier drüben auf der Seite noch was? Ach, hier oben waren wir noch gar nicht drüben, oder? Dann lass uns doch einfach mal hier drüben noch schauen, was es hier gibt. Wer weiß, was wir hier noch finden. Wahrscheinlich nichts. Aber dann haben wir es zumindest einmal erkundet, ne? Dann hier auch der Kartenrand, ne? Ah! Ja, natürlich Grenze, wenn man so will. Auch nicht schlecht gelöst, ne? Nehmen wir mit. Können wir zur Not noch fallen lassen, falls wir es doch nicht mehr brauchen. Denn wir haben ja von dem Moos auch genug auf Lager inzwischen. Ganz am Anfang haben wir es noch gesucht. Jetzt haben wir davon natürlich genug da. Aber das ist ja mit viel Material immer so und das ist ja auch nicht das einzige Spiel hier, wo das so läuft. Da hinten, das ist die Höhle mit den Erzen drin, die wir abgebaut hatten. Die nehmen wir auch mal noch mit. Ja, dann laufen wir jetzt hier einfach mal quer rüber. Dann müssten wir oben auch an den anderen Lootplatz dann kommen, wenn wir hier ein Stückchen gerade noch laufen. Ja, machen wir so. Dann gucken wir, dass wir uns da neue Pflanzensamen besorgen, die wir reinsetzen können und dann irgendwann später beim nächsten Mal abernten können. Entschuldigung, ich muss gerade einmal ganz kurz was nachschauen. Keine Bienen irgendwo gehört. Drei Stück fehlt uns danach, ne? Acht hatten wir da. Fünf hatten wir da. Acht brauchen wir. Ja. Okay. Einmal wieder die Ausdauer regenerieren lassen. Jo, und dann hier hinten rechts halten. Beziehungsweise eigentlich auch einfach hier mal mitten rein, ne? Oder mal gucken,
was wir hier in der Karte noch aufdecken können. Ja. Vielleicht gibt es ja noch gerade irgendwas. Ah, da. Gehen wir mit. Lass uns einmal stechen, das ist okay. Das muss es uns wert sein. Kleinen Kreis laufen. So, da waren es nur noch zwei. Sehr schön. Okay, und jetzt einmal. Ist da drin die Höhle? Nee. Da geht's einfach nur zwischen den Felsen lang, ne? Ja. Okay. Dann jetzt einmal hier quer übers Feld. Hier in Richtung unserer Mitte, die so ein bisschen rechts von uns liegen lassen. Müssten wir eigentlich ankommen. Na. Nicht mal dran vorbeilaufen, Martin. Okay. So. Das Rauschen, das ist auch immer nur das Wasser. Ich bin immer geneigt, kurz stehen zu bleiben. So, warte mal, waren das jetzt Bienen oder was rauscht hier so? Ist das jetzt ein Summen oder ist das Wasser? Was ist das? Hier ist aber auch keine der Lockpick-Boxen. Na gut. Doch, da. Würde ich übersehen. Hier liegen. Schade. Auch da nichts drin. Ja, am Anfang haben wir die noch liegen lassen, weil wir sie nicht direkt brauchten, ne? Jetzt könnten wir sie gebrauchen. Und jetzt finden wir sie natürlich nicht. So läuft das dann halt. Aber auch das ist ja nichts Schlimmes. Wie gesagt, Materialienfarm gehört dazu. Da muss man in so einem Spiel dann auch durch. Und wie gesagt, wir haben ja die Chance, uns dann hier die schöne Gegend dabei anzugucken. Das lenkt dann auch ein bisschen von dem Ärger der vergammelten und vertrockneten Pflanzen ab. Von daher ist das ja auch ganz nett. Waren wir schon mal auf diesem Feld hier? Nein, oder? Doch. Wieso erinnere ich mich nicht? Verrückt. Das sieht ja geil aus. Gefällt mir. Schön. Schön, schön, schön. Ist das da nochmal? Ja. Ich wollte auch treffen. Stellt er sich daneben und guckt komisch. Okay. Davon hat man jetzt auch nichts mehr frei. Komm, essen wir das einmal. Sammeln das auch noch ein. Wie viel haben wir jetzt gefunden, Max? Zwei. Ach, werden wir jetzt noch eins. Fehlen uns jetzt sowieso noch die Fischhäute dann. Aber das wäre ja auch noch halb so wild. Mal, was es hier drüben noch gibt. Ich habe gerade Lust, einfach nochmal eine Runde. Unser Haus ist da drüben. Das heißt, wenn wir hier so lang gehen, hinter dem Felsen lang hier, hinter dem Berg. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Das ist jetzt die Frage. Das ist ja auch ein bisschen, ne? Das ist ja auch immer zu gucken, okay, was gibt's auf der Karte noch? Was können wir noch aufdecken? Gibt's noch andere Lootspots? Finden wir noch irgendwelche Höhlen? Oh, hier gibt's ganz schön viel Moos. Vielleicht hätte man ganz am Anfang mal hier in die Richtung aufbringen sollen, aber das war ja, oder ist ja auch alles ziemlich weit weg von der direkten Umgebung unserer Startposition, ne? Von unserer Hütte. Ach, guck mal, ein Lootspot. Cool.
Dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Nehmen wir mit. Inventar ist voll, ja. Aber Holz ist da auch nicht so wichtig. Yep. Gucken wir, ob wir hier noch ein paar Pflanzen zusammen finden. Na, dann geht doch gut los. Okay, die packen wir ein. Dafür schmeißen wir die Stöcke weg. Ja, nehmen wir auch mit. Aber da haben wir doch mal von den Sachen auch noch genug. Ich meine, das brauchen wir alles, um Bolzen und so auch herzustellen oder die anderen Geschichten. So, und jetzt nochmal Salat. Ach. Aber es ist auch okay. Noch ein zweites Päckchen. Nehmen wir auch gerne mit. Warum auch nicht? So. Jetzt hier noch ein. Honig, beziehungsweise Wachs wäre jetzt noch nicht schlecht. Geht's zurück, da geht's zurück. Gehen wir einfach jetzt schon mal ein Stück vor, weil die Sonne sich gerade ans Untergehen macht. Ja. So, extra raus. Gut, dann lassen wir das liegen. Weiter rüber brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Wir müssen jetzt dran denken, hier war ja auch der Bär. Da. Wir haben jetzt quasi einmal umlaufen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt direkt zurücklaufen würden, bekämen wir auch ein Problem. Okay. Rennen wir also mal hier quer rüber. An dem Felsen da wieder vorbei oder zwischen diesen beiden Felsen da lang. Sollten wir theoretisch auch wieder gut zurückkommen. Ja. Ach, ich finde auch den Hirsch immer cool gemacht. Der leuchtet immer so richtig. Den Punkten, die er da so drauf hat. Das Geweih leuchtet auch immer. Ach, wir sind hier schon öfter lang gegangen und hatten dann hier auch. Oh, was ist da oben das? Wahrscheinlich auch nur Fels, ne? Sah jetzt gerade von hier aus wie eine riesige Kiste. Wer weiß, was da im Dorf ist. Ja, hier runter. Stimmt, wir sind auch hier vorne schon mal lang gegangen und hatten auch das Augensymbol oben, ne? Als Gefahrenwarnung. Es könnte natürlich sein, dass es tatsächlich von da drüben von dem Bären war. Dass der quasi so eine Range hat. Ich möchte da nicht runterspringen. Ausnahmsweise mal. So, mal kurz stehen bleiben. Den Ausdauerbalken einmal regenerieren lassen. Ja, und weiter geht's. Ja, war natürlich jetzt nicht so viel los in der Folge. Außer, dass ihr meinen Ärger darüber gehört habt, dass unsere Ernte vertrocknet ist. Wir haben den Bären immerhin mal zu Gesicht bekommen. Aus der Nähe. Konnten fast seinen fauligen Atem riechen. Wobei, so gefährlich sah er gar nicht aus, ne? Ich meine, kann man auch nur sagen, wenn man davon gekommen ist, das ist richtig. Aber er hatte keine. Oder man hat die Augen nicht richtig gesehen von ihm, ne? Das ist so, als hätte er irgendwie überhaupt kein richtiges Gesicht gehabt. Naja. Bin gespannt, was man da noch so machen kann. Pfeil und Bogen, los geht's. Wir werden dieses idyllische Spiel zu einem Schlachterspiel machen. Ich befürchte mal, dass das nicht passieren wird. Oder sagen wir mal so, ich hoffe mal, dass das nicht passieren wird. Es wäre sehr schade, wenn sich das dann so verändert. So. Das
wir das doch nochmal an. Wir haben natürlich logischerweise nichts davon dabei. Mit. Gucken, dass wir die Sachen noch verstauen. Das legen wir dann nochmal mit rein. Das gießen wir dann quasi morgen erst fertig. Das setzen wir dann morgen früh quasi an. Damit wir einmal so einen Tageszyklus haben, dass das nicht über Nacht da irgendwo dann hängt. Sondern dass wir das dann so. Oh, die legen wir da natürlich auch noch mit rein. Wir haben jede Menge Seile. Dass wir die Möglichkeit haben, dann abends quasi nochmal nachzugießen. Ich denke mal, dass so ein Tagesrhythmus da, glaube ich, funktioniert. Wir hatten jetzt die Nacht dazwischen. Ich hätte ja einfach nochmal, bevor wir losgegangen sind, gießen können. Das habe ich natürlich nicht getan. Vielleicht hätte es dann gereicht. So, aber das ist ja auch gerade wieder nur Spekulation. So, einmal was essen. Jetzt holen wir uns die Sachen noch mit dazu. Halt. So. Und dann setzen wir zumindest nochmal die Beete an. Na, Martin. So. Und dann finden wir zumindest noch raus, wie wir diese Gießkanne auffüllen. Und dafür gehe ich noch einmal runter an den See oder an den Fluss. Ich gehe aber auch immer wieder da hoch, ne? Als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Der taucht in letzter Zeit aber ziemlich häufig auf, der Gute, ne? Wer weiß, was es mit dem noch auf sich hat. So. Ah, alles klar. Also einfach nur hingehen. Und dann ist das erledigt. Cool. Okay, dann werden wir mit diesen idyllischen stromschnellen Geräuschen und mit diesem wunderbaren Blick der aufgehenden Sonne über diesen wunderbaren, stillen See die Session für heute auch wieder beenden. Ja, es tut mir leid, dass es mit der Ernte nicht geklappt hat. Wie gesagt, es ärgert mich auch ein bisschen. Wir haben gut Honig gefunden. Es fehlt uns noch einmal Honig. Wir müssen noch zwei Fisch heute uns besorgen, um die bessere Kleidung herstellen zu können. Ich hoffe, dass die nächste Ernte jetzt nicht vertrocknet. Und ja, wie gesagt, ich gucke mal, wann ich den nächsten Among Trees Mitschnitt hochlade. Und bis dahin gucke ich mal, was ich als nächstes spiele. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin in der ganzen Reihe gefallen. Ich hoffe, ihr habt das auch selber einfach mal ausprobiert. Ich denke, das Spiel ist es wert, dass man mal reinschaut, dass man das mal anspielt. Wie gesagt, das ist unfassbar entspannt. Und ich denke, es wird noch einiges dazukommen, sodass es sich auch wirklich lohnt, hier die Entwickler auch einmal zu unterstützen. Ich hoffe, ihr seid auch bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber Spielen.